Morgen an diesem verregneten Mittwoch. Der Regen hatte so gut wie aufgehört. Mein Zelt sieht so aus, da kann ich jetzt hier wieder Tropfen zählen. Ronny in der großen Stadt. Ich stehe jetzt in einem Parkhaus in Koblenz. Die Stadt werde ich mir heute anschauen. Da gibt es ein paar Sachen, die auf dem Programm stehen. Und jetzt muss ich irgendwie nur noch den Weg in die Altstadt finden. Schauen wir mal, wo es hingeht. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich bin so langsam in der Altstadt. Da ist eine Kirche und ich glaube, der Teil hier irgendwo, das müsste die Altstadt sein. Finde ich aber jetzt raus. Bin jetzt einmal am Rande der Altstadt durchgedüst. Jetzt stehe ich hier vor dem Koblenzer Schloss, das von außen anscheinend viel schöner sein soll als von innen. Man kann auch innen nicht rein, außer zu irgendwelche ganz hochoffizielle Zwecke oder ähnliches. Von daher laufe ich da einmal drum rum und dann geht es weiter zu dem Programmpunkt, wo ich eigentlich auf später dachte. Ich mache den vorher, weil das Wetter jetzt gut ist. Angekommen am Rheinufer. Und der Plan ist jetzt, da drüben hochzugehen. Das ist die Festung Ehrenbreitstein. Jetzt haben wir ein Problem. Die ist zum einen auf dem Berg und zum anderen auf der anderen Seite des Rheins. Aber die Lösung ist ganz einfach. Da gibt es eine Seilbahn und mit der werde ich hochfahren. Jetzt muss ich nur noch hingehen. Hier unten am Rhein geht es ganz schön ab. Da liegen überall die Schiffe für so Personenschifffahrte, also so Rundfahrten und so. Dann ein Kiosk an einem anderen. Und da ist die Seilbahnstation, da muss ich jetzt hin. Also, Ticket ist gekauft. Jetzt geht's mit der Seilbahn einmal nach oben. Oben angekommen. Erstmal hier eine kleine Übersichtskarte. Hier ungefähr sind wir jetzt. Und ich gehe jetzt erstmal in die Richtung, die Festung ist in diese hier, die andere Richtung, weil da vorne ist eine Aussichtsplattform. Das schaue ich mir als erstes an, solange das Wetter noch so einigermaßen gut ist. Wer weiß, ob es nachher nochmal regnet. Die Aussichtsplattform ist relativ interessant, denn es geht in einer großen Dreiecksspirale, geht man quasi immer weiter nach oben. Völlig interessant. Da, wo man den besten Blick hat, stehen auch die meisten Leute. Da unten ist das Deutsche Eck, da ist irgendein Festival wird aufgebaut. Dann ist da die Mosel, die in den Rhein fließt und der Rhein fließt hier weiter. Die Aussichtsplattform ist auch wieder ein gutes Beispiel von Instagram versus Reality. Da stehen zigtausend Leute gefühlt rum und jeder will nur nach vorne wegen dem einen einzigen Bild, wo kein anderer drauf ist. immer das Gleiche. Und auch hier habe ich einen Geocache gefunden. Der wird jetzt gelockt und dann wieder zurückgelegt. Hier oben gibt es auch noch so einen kleinen Spielplatz. Den laufe ich jetzt einfach mal ab, weil man kann irgendwie so einen kleinen Weg gehen und irgendwie gibt es noch so einen Kletterpark hier. Vielleicht ist der das ja. Schauen wir einfach mal. Voll cool, das ist ja hier baumhausmäßig. Mit den Rutschen hier. Und dann geht der Weg hier weiter. Ich glaube, als Kind kann man sich hier echt wohlfühlen. Ich muss sagen, der Spielplatz ist echt ziemlich cool. Aber jetzt laufe ich vor zur Festung. Die will ich natürlich angucken, wegen der bin ich eigentlich hier, nicht wegen dem Spielplatz. Ich glaube, bei der Aussichtsplattform hatte ich echt ein schlechtes Timing. Denn jetzt sind viel, viel weniger Leute oben. Naja, da steckst du nicht drin. Ich muss jetzt endlich mal zur Festung laufen. Also, da vorne ist sie. Da ist ja auch, wenn ich den Weg gerade aufs Geiger gehe, komme ich direkt zur Seilbahnstation. Und so schräg links davon, da ist ja schon das Festungsgelände. An der Seilbahnstation gibt es noch einen Kiosk. Und irgendwo da vorne, da ist der Eingang zur Festung. Den muss ich jetzt natürlich noch finden, aber ich finde ihn schon. Da bin ich fest von überzeugt. Okay, Eingang gefunden. Es ist nicht dieser hier, sondern hier geht's lang. Und wahrscheinlich muss ich dann durch dieses Gebäude, was da schon durch die Bäume und hinterm Parkplatz durchblitzt, auch hinein. Jetzt geht's in die Festung.
Ich bin drin. Jetzt muss ich nur noch durch das Tor durch. Ich würde sagen, let it go.